Okay. Ist gut? Dann, let's go! Ruhe bitte wieder! Jalanda Mat, Jalanda Brin, il Babla Amura Kunzeis Bin. Schellenhäusli ist eine Geschichte eines Jungen, der seine Hindernisse überwindet, um über sich hinauszuwachsen, im Grunde genommen. Es ist eine, wenn du willst, eine Coming-of-Age-Story. Eine Geschichte über Mut, es ist eine Geschichte über Zielsetzung. Jemand, der sich etwas in den Kopf gesetzt hat, mit allen Mitteln, will er zum Ziel kommen und das, was er, das ist, was er macht. Sì, quello che mi ha colpito tanto è questa quantità di specialisti, che ciascuno al suo momento scatta, fa qualcosa e ritorna. Es muss einfach schnell gehen, keine Karotten in der Suppe. Ich denke immer, es hat keine mehr und dann mache ich es so, dann hat es wieder. Meine schwierigste Szene war einmal, als ich weinen musste und dann ist der Pöstler umgefallen und dann musste ich wieder lachen und das war halt schwierig. Wir wollten nicht einen richtig historischen Film machen, sondern es ist ein Märchen und das ist ganz wichtig. Also wir haben das selber interpretiert, unseren eigenen Stil gesucht, dass das nicht einfach jetzt historisch korrekt ist, sondern umgesetzt, eine eigene Handschrift. Das ist wie beim Platz, oder? Heute schon. Ja, das war eine große Ehre natürlich. Der Monsieur Berset hat es sehr genossen, das hat ihm Spaß gemacht. Er war sehr zufrieden und neugierig. Schweizer Filme sind sehr wichtig, sind sehr, auch sehr berühmt. Eine große. Ich schweige einen Moment, oder? Vielleicht besser. Ich will keine Probleme schaffen, die wissen Sie. Sicher? Bon, okay, machen wir es. Den Druck bei der Arbeit, den legt man sich selber auf. Und ich lasse mich nicht von Äußerlichkeiten jetzt zu sehr beeindrucken. Der Kanton Graubünden hat sehr viel Geld investiert. Aber es geht ja nicht darum, in erster Linie diesen Kanton zufriedenzustellen, sondern die Geschichte muss stimmen, die muss eine Einheit haben, die muss eine Identität haben. Und dann werden die Leute auch zufrieden sein. Ich möchte, dass der Regisseur weiß, dass ich existiere. Weil das ist meine Rolle und so. Aber habe ich nicht so deutlich gesagt, das habe ich nur gedacht. Und dann sind wir Kaffee trinken gegangen und habe ich noch mal 6 Wochen warten müssen. Habe ich gedacht, ach nee, was jetzt? Ich will das jetzt und so. Aber ich habe sie gekriegt, ich habe sie. Und ich habe gehungert, einfach um diese Armut nicht zu vergessen, dass es immer so als Subtext mitspielt. Aber das ist mein Geheimnis, das sage ich niemandem. I bambini sono stati molto veloci a capire cosa stiamo facendo. Io sono partita dalla meditazione e li facevo rilassare e poi facevo come partire in un viaggio fisico, pensare anche a volte cose concrete, come che il gatto è morto o che camminano via da soli. E quello che mi ha fatto anche piacere è che uno degli ultimi giorni ho detto, beh, adesso dovremmo ancora piangere insieme. Volete o non volete? Prima all'inizio hanno detto tutti, poi dai, sì, piangiamo. E ci siamo messi tutti in relax e abbiamo pianto tutti e quattro insieme. È stato molto bello. Papa, un kurz vor tre. Moment, vieles haben wir ja genäht und das heißt, wir mussten alles wieder zurück bringen auf die alte Zeit. Also das wurde alles bearbeitet, gewaschen, gefärbt nochmal, abgeschabt, Löcher gemacht, die Löcher wieder gestopft. Das sind auch die Details, die eigentlich die Kostüme dann schlussendlich ausmachen. Die ganz kleinen Details, aber das war auch schön, weil Xavier Koller, der ist sehr detailverliebt. Ja, also bei einer solchen Geschichte, die eine Kindergeschichte ist, geht man natürlich zurück in die eigene Kindheit. Und nicht unbedingt, was man gemacht hat, sondern was man empfunden hat. Die Fantasie des Kindes, die habe ich versucht wachzurufen in mir selbst, um diese Geschichte zu erzählen. Wir
Alles danke.